Und boom, genau. Ich glaube, er hat jetzt nur einfach mit den Lichtschwertern rumgewedelt, kann das sein? Und sah das so aus. Naja. Wer ist er? Nein. Er ist tot. Wow. Oder auch nicht. Tot. Aua. Jetzt mal aufhören mit dem Scheiß. So, kann ich jetzt endlich mal und kratzen, beißen. Oh. Da haben wir was Blaues gekriegt, da müssen wir gleich mal gucken. Kleiner Ranzen mit Handwerksmaterialien. Was haben wir denn, ne? Hier haben wir erstmal was zum Heilen. Dasselbe. Das ist Regulierungs allgemein. Okay. Was haben wir hier? Ingram. Das können wir austauschen. Okidoki. Das hier ist, glaube ich, ja. Die Gruppenphase E. Du betrittst einen Heldenbereich. Ja. Bin auch voll der Held. Der Feind hat es richtig gemütlich. Findest du? Die Imperialen sind sicher neidisch. Naja. Was haben wir denn hier? Ganz viele blaue. Wow. Ach. Komm. Finde ich voll blöd. Ja. Finde ich voll gut. Hilfe. So, du kriegst noch einen Kratzer. Du kriegst erstmal die Schwerter in den Rücken. Wo schießt sie denn hin? Ich stehe hinter dir, Lady. War es gar keine Lady? Ups. Das war ein alter Mann. Ich hab einen alten Mann gehauen. Na gut. Geht ja. Wir sind ja auch fast 10 Level höher. Naja, eigentlich nicht. Wir werden hier runtergestuft auf 22. Dann sind es nur noch 5. Aua. Aua. Hallo? Kann der mal aufhören? Ja, ja. Rumzustöhnen. Oh, hör doch mal auf da. Ich will ja nicht aufhören. Dann macht so weiter. Ah, jetzt. Wo er fast tot ist, da hört er auf. So, kriegt ihr noch ein paar Kratzer. Uiuiui. Ist schon nicht schön. Da müssen wir durch, ha? Huh? Fallen jetzt nur um. Ja. So, der ist weg. Der ist auch so gut wie weg. Ach komm. Hast du das, wenn die vergiften? So, jetzt hör mal auf, da zu schießen. Und du hörst auf der Fetten rumzuhauen. Also geht doch. Die brauchen wir die? Müssen wir irgendeine extra Quest machen hier? Nö, sieht nicht nach Bonus aus. Hier ist nichts mit Bonus. Das sind 5.
4 oder 5. Kann auch egal. Oh. Hallo, kannst du den mal anklicken? Wenn da jetzt noch einer zukommt, das wird haarig. So. Der weg. Oh, aufhören. Wie gesagt, die sollen aufhören mit den Granaten. Warum hört denn hier keiner auf mich? Taste noch. Schreiben wir den noch ein bisschen an. Und dann ist er tot. So muss das. Oh, dann nehmen wir die da hinten noch weg. Wow. Ach, lass mal den Typen hier. Die seit einer Viertelstunde auf uns rumhauen. Da-da-da. Komm, weg. Oh, das ist ja ein Dicker. Falsche Taste. Oh, beide weg. Hast du dieses komische grüne Giftzeug? Das ist nicht schön. Das einmal. Ja. Oh, konntest du nicht hauen. Das ist ja böse. Der hört aber auch nicht auf damit, ne? Das immer und immer wieder. Und Bumba. Oh, einmal anschreien. Weg ist er. Oh, was war das denn? Epic. Crit wird halt weniger. Ach, scheiß auf Crit. Hauptsache besser Hosen. Außerdem können wir die ja vielleicht noch ausstatten. Achso, vielleicht soll ich den Knopf auch drücken. Das bringt bestimmt was. Oh. Fummeln wir ein bisschen dran rum. Generatoren. Ach, das war's schon. Na, okay. Ja, das war ja simpel. Das war ja ein Kinderspiel. Also, ich kann mich hier dran erinnern, dass ich hier mit Gruppen schon x-mal gestorben bin. Allerdings waren wir vom Level auch ein bisschen kleiner. Und hatten auch nicht unbedingt immer einen Heiler oder Tank dabei. Ich glaube sogar, wir hatten beides nie in der gleichen Gruppe. Ist ja auch langweilig. Kann ja auch jeder. Piep, 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 piep. So, Generator kaputt. Ach ja, das müssen wir hier. Ja, ich glaube, die sind alle auf dem Weg. Dum, 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 dum. Nice. Du stirbst, kehrst du als Geist zurück? Glaube nicht, Tim. Warum solltest du als Geist zurückkehren? Bist doch kein Jedi. Oder doch? Ich glaube, die Fette erzählt mir auch nicht immer alles. Frauen haben Geheimnisse. Merkt euch das. Immer. Ich muss mal eben kurz Licht anmachen hier. Licht, bitte. So, wo ist die letzte?
Flasche, hätte ich fast gesagt. Generatoren. Pumpe. Reicht, ey. So, das nehmen wir auch mit. Dann haben wir hier noch den letzten Generator. Wenn wir nicht alles täuschen, müssen wir dann noch einen höher. Da gibt es dann so eine Konsole, die wir konsultieren müssen. Konsolidieren. Wegen Konsole, wisst ihr? Konsole. Wo ist denn hier die Konsole? Da ist die Konsole. Guck mal, hier ist sogar schon alles tot. Das war super. Ihr greift auf den Satellitensteuer, auf die Satellitensteuer zu und aktiviert die Abschlussfrequenz. Abschuss, nicht Abschluss. Hä? Ey, du. Ja, was denn? Was ist denn das für ein Strahl? Was denn? Oh nein, Scheiße, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Und er steht da und denkt sich, Feuerwehr, finde ich gut. Möchte ich auch haben. Irgendwann, wenn ich groß bin. Ich habe die Berichte gehört. Laserfeuer vom Himmel. Schildgeneratoren stehen in Flammen. Operation Feuerstern ist dank euch wahr geworden. Gut, ne? Okay. Okay. Lichtschwert. Können wir eins austauschen? Was haben wir hier? Gleich geht's besser. Fleckige Schuhe. Können wir auch austauschen. Können wir doch der Fetten bestimmt unsere alten Stiefel geben. So. Was denn mit der Hose hier? 23. Ah ne. Da behält sie am besten ihre eigenen Sachen. Was blinkt hier unten schon wieder? Ein verfügbarer Funktionspunkt. Das hatten wir schon geskillt. Verwüstung lebt das Ziel für die Dauer der Fähigkeit. Erhöht den Schaden von... Was? Kommst du denn her? Hallo? War gerade dabei, meine Punkte zu verteilen. Könnt ihr nicht warten? Dum, dadam, dum, dadam. So. Hallo, ich stehe hinter dir. Dann drücke ich eine Taste, aber es passiert nichts. Das Mobbing. Okay, wo waren wir jetzt? Hier, Funktionspunkt. Umhang des Schmerzes. Was ist denn Umhang des Schmerzes? Benutze ich viel zu selten. Muss ich also noch nicht skillen. Umhang des Schmerzes, wenn ein Umhang des Schmerzes aktiv ist, erzeugt er einen Wutpunkt, wenn du angegriffen wirst. Du generierst 4 Wutpunkte, wenn du betäubt, gelähmt, schlafend oder niedergeschlagen bist. Außerdem wird die Abklingzeit von Entfesseln 30 Sekunden verringert. Das könnte man nehmen. Die Aktivierung von Schwertschutz gewährt 6 Sekunden lang Immunität gegen Betäubung, bla bla bla. Erhöht die Reichweite von Hemner Hieb. Verbraucht Hemner Hieb 2 Wut weniger. Hemner Hieb? Hemner Hieb? Hemner Hieb. Ah, könnte man auch nehmen. Erhöht die Schadensreduktion von 2%. Erhöht deine Schadensreduktion von 2% und du erzeugst 2 Raserei, wenn du angegriffen wirst. Die Erzeugung der Raserei kann nur einmal alle 1,5 Sekunden auftreten. Bin ja fast gewillt, das hier zu nehmen. Da. Wenn ich betäubt werde, kriege ich noch Wut dazu. Kann ich den Leuten direkt wieder auf die Fresse geben, wenn ich denn da raus bin. So gut. Okay. Ja. Okay. Gehen wir jetzt erst zurück.
Oder machen wir die Quest hier direkt? Ja, jetzt geht auch hier mal. Haben wir noch eine Quest? Ich glaube, die mache ich noch eben und dann gehen wir zurück. Ja. Oh, müssen wir da hin? Hier sieht doch schon mal gut aus. Hier sieht doch schon mal gut aus. Muss ich hier rüber? Ja, wenn ich hier rüber gehe, dann komme ich ins nächste Gebiet. Da will ich ja nicht. Okay, hier ist irgendwelche Androiden. Piep, 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 piep. Aua. Ja, warte. Mach die mal eben kaputt. Du hältst die Klappe. So. Warte. Das müssen wir mitnehmen. Okay. Oh, guck mal, hier haben wir voll den kleinen Stummelschwein. Hm, wie bei mir. Wie süß. Kommen wir hier hin? Hier runter? Ich glaube, wir müssen hier runter irgendwo. Ich glaube, ich sterbe, wenn ich da runterfall. Da-dam. Müssen wir denn hier runter? Ja, das sieht gut aus. Okay, dann können wir das hier erst machen. Und dann können wir zurückgehen. Rutsch. Rutsch. Festhängen. Alles klar. Was haben wir denn hier überhaupt? Milizveteran des Widerstands. Mhm. Hier haben wir noch den BX. Genau, hier kriegt man normalerweise die Heldenquest. Diese Heldenquest hier habe ich noch nie gemacht, weil ich nie Bock hatte, so viele Leute zu suchen. Ihr seid der Schüler von Darth Baras, nicht wahr? Der balmoranische Gouverneur schickt mich, um euch zu finden. Er erwartet eure Anwesenheit bei seiner Kriegskonferenz. Priorität Alpha. Ja, der Gouverneur hat mir überhaupt nichts zu sagen. Wenn der Gouverneur mich will, muss er meinem Meister die Füße küssen. Ich habe andere Sorgen. Es handelt sich um Angelegenheiten der Sith. Versprochen. Der Rat der Sith hat einen Gesandten geschickt. Einen bedeutenden Sith-Lord, um sich persönlich über den Fortschritt der balmoranischen Besatzung zu informieren. Diese Konferenz bestimmt die nächsten Schritte der Bodenkampagne. Der Krieg wird sich hier entscheiden und der Gouverneur möchte eure fachmännische Einschätzung hören. Ihr habt einen Sith-Lord erwähnt. Was wisst ihr über den Gesandten des Rats der Sith? Sith-Politik fällt nicht in mein Ressort. Ich habe gehört, dass es sich um einen Diener von Darth Maar handeln soll. Mehr weiß ich nicht. Freigabestufe schwarz erteilt. Niemand wird euch Schwierigkeiten bereiten. Aber beeilt euch. Die Konferenz beginnt jeden Moment. Okay. Mit uns legt sich besser niemand an. Ja. Muss ich doch mit dem B8-Typen da hinten reden? Ja. Wenn ihr was wollt, kommt her. Ansonsten geht weg. Na, kommt er? Komm wirklich. Wir sind ja bekloppt. Naja, gut. Hm, wer nicht viel vom Leben hat. Guten Tag. Helfen Sie mir. Sie da. Genau Sie. Bitte. Mein Kamerad wurde schwer beschädigt, als wir uns dem Feind stellten. Bitte, wir müssen ihn reparieren. Vergeude nicht die Zeit von Organismen. Der Schaden an meinem Motivator ist womöglich irreparabel. Führe unsere zugewiesene Aufgabe allein zu Ende. Ich kann dich doch nicht einfach hier draußen lassen. Ich bringe dich heil und funktionsfähig ins Hauptquartier zurück, Bruder. Ich muss... Ach, zur Seite mit dir sofort. Wenn du mir im Weg stehst, zerstöre ich euch beide, Droide. Einheit B6NX wurde ein experimentelles Gefühlsprogramm eingebaut, das wahrscheinlich seine derzeitige Funktionsstörung verursacht.
Kameradschaft und Mitgefühl stärken den Zusammenhalt zwischen den Einheiten und verfünffachen damit die Kampfeffizienz. Das zu beobachtende Resultat ist, dass deine Programmierung dich daran hindert, meinen Schaden zu ignorieren und unsere Mission zur Priorität zu machen. Eine deutliche Fehlfunktion. Hören Sie nicht auf ihn. Diese einmal zu verwendende Passierkarte öffnet ein verstecktes Ersatzteilfach auf einem Schrottplatz hier in der Nähe. Dort können Sie einen neuen Motivator holen und dann reparieren wir meinen Kameraden. Die uns zugeteilte Passierkarte zu benutzen, um mich zu reparieren, wäre Verschwendung. 6NX. Wenn die Organismen helfen wollen, sollten sie die Karte lieber verwenden, um einen Datenstift zu besorgen, der deinem fehlerhaften Gefühlsprogramm entgegenwirkt. Warum denn nicht beides? Kann ich nicht einen neuen Motivator und einen Datenstift finden und euch beide reparieren? Datenstifte und Motivatoren werden getrennt aufbewahrt. Die Karte öffnet nur eins der gesicherten Fächer. Ich kann keine feindlichen Soldaten mehr angreifen. Einheit B6NX will bloß nicht. Daher besteht die schnellste Lösung darin, sein fehlerhaftes Programm zu reparieren. Jeder Angriff auf diese Widerstandskämpfe hätte dich vermehrter Gefahr ausgesetzt. Das konnte ich doch nicht riskieren. Bitte, nehmen Sie diese Karte und holen Sie den Motivator, um meinen Freund zu reparieren. Bitte, ich kann Sie sogar dafür belohnen. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile versteckt sind. Und zwar unverschlossen. Da ist für Sie bestimmt etwas Brauchbares dabei. Bestechungsversuch und Verweigerung einprogrammierter Befehle. Eindeutige Fehlfunktionen meines Gegenstücks. Bitte holen Sie den Datenstift, um das zu korrigieren. Tja, dann wollen wir mal die Gefühle unterdrücken. Dein Gegenstück muss auf jeden Fall neu programmiert werden. Wo finde ich das, was wir brauchen? Den benötigten Datenstift sollten Sie auf dem Schrottplatz hier in der Nähe finden. Mit der Passierkarte, die 6NX Ihnen gegeben hat, können Sie ihn aus dem Schließfach holen. Aber mein Kamerad braucht doch Hilfe. Er braucht einen Motivator. Ja, Motivatoren. Ich brauche Motivatoren. Und dann kriege ich vielleicht welche. Nein. Ich werde allein gelassen. Ganz alleine. In dieser großen, weiten Welt. Okay, wo müssen wir denn hin?